Revelio. Mittlerweile haben wir ja auch fast alles. Ich finde auch nichts mehr. Revelio. Da müsste ich jetzt wahrscheinlich gründlicher suchen oder so. Oh. Du bist hier. Klasse. Ich habe deine Eule bekommen. Was ist mit Ominous? Ich sagte ihm, dass wir die dunklen Künste nicht für immer meiden können. Je mehr wir über Salazar Slytherin und die dunklen Künste wissen, desto besser sind wir vorbereitet. Leider weiß nur ein Gaunt, wo sich der Eingang zum Skriptorium befindet. Und Ominous sagt es mir nicht. Vielleicht sollte ich mit Ominous reden. Du? Ein Versuch wäre es wert. Aber mach dir keine Hoffnung. Ominous ist extrem stur. Ist ja nichts Neues. Ich weiß, wo er ist. Ich bring dich zu ihm und lass euch allein. Komm mit. Hier entlang. Halte die Augen auf. Man weiß nie, wer einen beobachtet. Auch wenn uns das nie aufgehalten hat. Doch, eigentlich schon. Wir wurden geschnappt. Verdammter Poltergeist! Revelio! Diese Nervensäge! Da ist er. Viel Glück. Was machst du hier? Hallo, Ominous. Hast du kurz Zeit? Was gibt's? Was haben du und Sebastian jetzt wieder vor? Ich möchte mich bei dir entschuldigen, Ominous. Ich war nicht ganz ehrlich, was die Krypta angeht. Sebastian hat sie mir gezeigt. Er wollte, dass ich an einem sicheren Ort Zauber üben kann, um zu den anderen Fünftklässlern aufzuschließen. Er dachte, dich stört das nicht. Das ergibt wohl Sinn. Es ist nur so, dass Sebastian mir in letzter Zeit ständig mit irgendwas auf die Nerven geht. Sag nicht, er redet immer noch von... Was war das? Einem Skriptorium? Er hat dir davon erzählt? Ja, wir sprachen über die Gründer von Hogwarts, da hat er es erwähnt. Mehr wollte er aber nicht sagen. Ja, er glaubt, dass es die Antwort auf Anns Rettung enthält. Nur wahrscheinlich steckt es voller schwarzer Magie, die man besser nicht anrührt. Warte mal, du warst noch nie dort drin? Natürlich nicht. Das weiß ich nur dank meiner Lieblingstante Noctua. Sie dachte wie ich. Widersprach der Familie, was schwarze Magie angeht. Tatsächlich wollte sie meine Familie davon überzeugen, dass es Salazar Slytherin um mehr als die Verehrung von Reinblütigkeit ging. Sie hörte vom Skriptorium und dachte, es könnte etwas Licht über ihn ins Dunkel bringen. Sie fand sogar den geheimen Eingang, genau in diesem Korridor. Sie schrieb meinem Vater regelmäßig über ihre Bemühungen. Irgendwann verschwand sie einfach. Niemand sonst hat je versucht, hineinzukommen. Das ist ziemlich unheimlich. Ich schätze, selbst wenn wir dadurch herausfinden, was deiner Tante passiert ist, stellt es immer noch ein Risiko dar. Tante Noctua hatte gute Absichten und verlor dabei ihr Leben. Ich will nicht, dass sowas nochmal passiert. Du weißt nicht, ob sich die Geschichte wiederholt. Außerdem meintest du, deine Tante dachte wie du. Das könnte ihr Andenken ehren.
deine Fragen zu Slytherin und Sebastians Fragen zu Anne beantworten. Deine Tante hat es allein durchgezogen. Wir könnten es gemeinsam tun. Gut, ich sehe schon. Und ich gebe zu, du hast mich überzeugt. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Gut, ich erzähle, was ich weiß. Wo ist Sebastian? Ich warte hier. Ich hoffe, wir bereuen das nicht. Sebastian, hier drüben! Diese Feuerstellen öffnen das Skriptorium. Jetzt verrätst du es? Ich habe dich angefleht und du hast nichts gesagt. Du warst nicht der, der mir gesagt hat, was ich hören musste. Das Öffnen des Eingangs hat etwas mit der Zahl 3 zu tun. Na, 3 Köpfe sind besser als einer. Nein, 2 Köpfe sind besser als einer. Hier passiert irgendwas. Ich hoffe, wir sind bereit dafür. Ich wusste, dass dir was ist. Dann sah es ja schon auf der Karte. Eine verschlossene Tür. Wir sollten uns umsehen. Revelio. Reparo. Der Schutt formt ein Relief mit einem Menschen und einer Schlange. Dann höre ich wohl ihre Stimme. Die Stimme ist uralt. Unheimlich. Oh nein, Puzzle. Ich muss meinen Standpunkt belegen. Wir müssen die dunklen Künste nicht so verwenden, wie es meine Familie lehrt. Sobald ich das Skriptorium erreicht habe, werde ich Beweise dafür finden, dass Salazar Slytherin vielschichtiger war, als wir uns vorstellen können. Ich habe meinen Bruder geschrieben. Er weiß jetzt, wie ich in den Korridoreingang gelangt bin. Und dass es keinen direkten Weg in das Skriptorium gibt. Es ist ein Irrgarten voller gefährlicher Herausforderungen, die überwunden werden müssen. Ich hoffe, mein Bruder schließt sich mir an, so dass wir das Vermächtnis unserer Ahnen gemeinsam studieren können. Noctua Gaunt. Ein Tagebucheintrag von Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous, deine Familie war hier. Ich weiß. Revelio. Sie war meine Tante. Du wusstest es und hast nichts gesagt? Ominous, hier steht etwas von großen Herausforderungen. Deshalb sagte ich, es könnte gefährlich sein. Tante Noctua hatte Kontakt zu meinem Vater, bis sie verschwand. Ich bin ein Parsemond. Das heißt, ich kann mit Schlangen reden. Nahezu jeder bekannte Parsemond stammt von Salazar Slytherin ab. Ich würde auch gerne mit Schlangen reden können. Diesen Wunsch solltest du überdenken. Die Parsesprache wird oft mit schwarzen Magiern assoziiert. Ich habe sie ewig nicht gesprochen, aber ich denke, wenn ich es tue, wird sich die Tür öffnen. Ich hoffe, du überdenkst das noch einmal. Ich sehe keinen Grund, jetzt aufzuhören. Als ich von zu Hause wegging, schwor ich, die dunklen Künste hinter mir zu lassen. Doch hier bin ich nun. Vorsicht! Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Es klappt! Ominous, das ist wirklich eine herausragende Fähigkeit. Neben euch beiden fühle ich mich ja richtig unscheinbar. Neben Wollen wir beiden. Da rein? Ich... vergiss es. Es gibt keinen eindeutigen Weg. Wie in einem Labyrinth. Revelio. Salazar Slytherin wollte bestimmt, dass es schwer lösbar ist. Confringo! Die Tür, aus der wir kamen, ist zu. Revelio. Und vor uns liegt mehr als ein Tor. Untersuche Lumos. Jedes Tor genau auf Hinweise. Confringo. Lumos. Hier ist Konzentration gefragt. Das hat Tante Noctua auch gesagt. Vielleicht braucht es Übung.
Mit den richtigen Symbolen geht es auf. Das hatte ich auch gerade vor, aber du warst schneller. Gute Arbeit. Lumos. Es ist ganz außergewöhnlich, diese Reise ist sehr schmerzlich. Aber es lohnt sich, bald werde ich das Skriptorium finden und nie geahnte Geheimnisse über unsere Hausgründer entdecken. Salazar Slytherin hatte für uns größere Pläne als das, was aus uns geworden ist. Ich bin mir sicher, Noctua Gaunt. Noctua erwähnt schmerzhafte Herausforderungen. Das war irgendwie Zufall. Der Teil gefällt mir nicht. Salazar Slytherin hat sein Skriptorium tief im Inneren von Hogwarts verborgen. Ich fürchte, auf diesen dunklen Korridoren eine Orientierung zu verlieren. Ich bin seine Nachfahrin und fühle mich doch wie ein Fremdkörper. Die Kohlebecken im Korridor zu entzünden, hilft wenigstens ein wenig. Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Herausforderung für Herausforderung werde ich es hinter hier hindurch schaffen. Dr. Gaunt. Dieser Tagebucheintrag spricht von Verirren und sich unwillkommen fühlen. Arme Tante Noctua. Noch ein Tor. Slytherin trug wohl keine Spielchen. Muss in der Familie liegen. Du musst gerade reden, Sebastian. Das klang nicht gut. Salazar Slytherin hat es uns nicht leicht gemacht. Das erste war wirklich nur Zufall, dass ich das... Das klang vielversprechend. Noch ein Rad gelöst. Beeindruckend. Los. Gut gemacht. Es gibt noch mehr Rätsel. Durchsucht jeden Gang. Seht genau nach, welcher wohin führt. Revelio. Lumos. Das stimmt noch ein wahnsinnig. Revelio. Lumos. Confringo. Ich bin an dem Rad gescheitert und es hat nach meinem Gesicht geschnappt. Als wäre es eine echte Schlange, aber um meiner Familie willen musste ich dennoch einen Weg finden. Wir dürfen nicht länger von Kindern verlangen, sich diesen alten Traditionen unterzuordnen. Ich bin mir sicher, dass es im Skriptorium Beweise dafür gibt, dass unser Vermächtnis größer ist, als wir wissen, Dr. Gaunt. Ominous, deine Tante wollte eure Familientraditionen ändern. Gute Arbeit. Wir sind dem Skriptorium einen Schritt näher. Lumos. Und was treffen wir am Ende? Einen Basilisken oder was? Aber nicht den Basilisken aus. Dieser Ort ist beunruhigend. Also wenn wir hier einen Basilisken treffen, wird es auf jeden Fall nicht der gleiche sein wie in Harry Potter. Das Tor! Wir sind wohl eingesperrt. Mal wieder. Oh, dann ist Salazar Slytherin noch nicht fertig mit uns. Ja, ich brauche Crucio. Leute. Dark, warst du das? Hast du geschrieben? Ich habe alle Hoffnung verloren. Ich bin eingeschlossen. Ein Schrei und der Anblick gemarteter Gesichter haben mir das
Blut in den Venen gefrieren lassen. Nur ein unverzeihlicher Fluch würde es mir erlauben, voranzukommen. Selbst wenn ich ihn wirken wollen würde, hätte ich kein geeignetes Opfer bei mir. Salazar Slytherin hat eine wahrhaft teuflische Prüfung erdacht. In meiner letzten Nachricht an meinen Bruder habe ich ihn hierhin eingeladen. Sucht er jetzt alleine nach mir, führt ihn das nur ebenfalls in den Tod. Trotz unserer Streitigkeiten will ich nicht, dass ihm etwas zustößt. Ich wünschte mir, wir wären nicht im Streit auseinandergegangen. Dr. Gaunt. Nein. Ominous. Ein Skelett. Und Noctuas letzter Eintrag. Sie erwähnt, dass sie hier gefangen war. Gefangen von einem unverzeihlichen Fluch. Hier ist sie gestorben. Und hier werden wir auch sterben. Ich hätte nicht auf euch hören sollen. Ominous, das mit deiner Tante tut mir sehr leid. Aber ich weiß, was zu tun ist. Das wird gar nicht einfach. Na, muss ich einen von euch mit Crucio? Alter, das wäre böse. Du meintest, du weißt, was zu tun ist? Gequälte Gesichter auf der Tür und in den Stein ist Crucio eingraviert. Ich vermute, die Tür öffnet sich, wenn wir den Cruciatus-Fluch wirken. Deshalb ist Noctua gestorben. Sie konnte den Fluch auf niemanden wirken. Ominous hat die meiste Erfahrung damit. Er sollte es tun. Du scheinst in Ominous Gunst zu stehen. Kannst du ihn fragen? Ich rede mit ihm. Auf dich scheint er ja nicht gut zu sprechen zu sein. Gut. Tu, was nur du tun kannst. Ja, genau. Wir grüßen dir flüssiges Glück. Das hätte alles nicht sein müssen. Ja, mein Problem. Ominous, ich dachte nicht, dass wir in so einer Zwickmühle landen würden. Salazar Slytherin schon. Er ist für viele unvorstellbare Dinge verantwortlich. Ich habe dich und Sebastian gehört. Ich werde es nicht tun. Der Cruciatus-Fluch ist pure Folter. Das weiß ich. Sebastian hat mir erzählt, was dir als Kind passiert ist. Klingt, als hättest du keine Wahl gehabt. Ich hätte wissen müssen, dass er es dir sagt. Und man hat immer eine Wahl. Ich bin so schuldig wie der Rest meiner Familie. Unverzeihliche Flüche funktionieren nur, wenn man es wirklich will. Ich wollte diesen Schmerz zufügen und das werde ich mir niemals verzeihen können. Seinetwegen habe ich keine Familie mehr. Du und Sebastian werdet eine andere Lösung finden müssen. Wenn du Crucio wirkst, wirst du es ewig bereuen. Ja, es wird nicht so. Was machen wir jetzt? Ominous will den Cruciatus-Fluch nicht nochmal wirken. Lächerlich. Als wäre hier zu verenden besser, als diesen elenden Zauber zu wirken. Jetzt kommt es auf uns an. Ich kann dir Crucio beibringen oder es gegen dich wirken. Warte, du hast nicht erwähnt, dass du auch Crucio beherrschst. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Ominous kennt ihn am besten, aber er lässt uns keine Wahl. Ich will nicht wie Noctua Gaunt enden. Ich glaube, ich schaffe es, wenn es sein muss. Alter. Wir können auch komplett auf die dunklen Künste verzichten, ne? Aber nein. Ich brauche sie. Ich will aber keinen Freund verletzen. Also los, let's go. Ich will den Fluch lernen, aber ich will ihn nicht auf dich wirken. Du musst ihn auf mich anwenden. Ich werde das nicht vergessen. Das wird schmerzhaft. Aber sie kann Schmerzen ab. Mehr als alle anderen hier. Also, let's go. Solange es ja nicht dieser Todesfluch ist, den ich wirken bereit? Müsste. Ja, bereit. Ist die Wut? Thank you.
alles in Ordnung? Dieser Schmerz. Er war entsetzlich. Aber ich werde es überleben. Los, weiter. Wir haben es geschafft. Das ist Salazar Slytherins Skriptorium. Wir sind hier. Unfassbar. Ich habe mal gehört, man kann sich in diesem Spiel auch auf die dunkle Seite schlagen. Sebastian, Ominous, hier drüben ist dein Buch. Hast du was gefunden? Geht nur vor. Sag mir, was drin ist. Ich laufe ein wenig herum. Darf ich mal sehen? Nein, noch nicht. Ich muss erst mal was trinken. Das war sehr, sehr schmerzhaft. Ich fürchte, wir werden nie zu einer Einigung kommen. Ich kann nicht in einen einzigen von ihnen dazu bringen, auf die Vernunft zu hören. Ich hatte zu hoffen gewagt, dass Godrics Gedanken im Einklang mit meinen eigenen stehen. Dass er versteht, warum das Kaliber des Schülers außergewöhnlich sein muss. Aber er ist der lächerlichen Vorstellung verfallen, dass Muggelstämmige irgendwie genauso fähig sind wie Reinblüter. Er war wütend, als ich meinen Unmut über seine Gedanken zu diesem Thema äußerte. Gedanken, die er noch nicht ausgesprochen hatte. Ich bin die Zwietracht leid und kann die Korridore voller unfähiger Kinder, die sich als Hexen und Zauberer ausgeben, nicht länger mit ansehen. Schweren Herzens weiß ich nun, dass ich von hier fortgehen muss. Ich werde die Kreatur in ihrer Kammer in Tiefschlaf versetzen, dass sie von jemandem erweckt werden kann, der meine Ansichten teilt. Ah, okay, es ist scheinbar doch dieser Basilisk. Ein Nachkomme, der bereit ist, den Schaden rückgängig zu machen, den die anderen so leichtfertig angerichtet haben. Jemand, der die Schule von jenen befreien wird, die Hogwarts nicht würdig sind und die nur dazu dienen würden, mein Erbe zu beflecken. Ja. Sogenannte Muggelabstämmige sind damit gemeint. Oje. Was meinst du? Sieht aus wie eine Art Zauberbuch. Das ist unglaublich. Das Eigentum eines Gründers von Hogwarts. Was für eine Ehre. Unglaublich, dass Ominous nie von seiner Tante und ihrer Entdeckung sprach. Was wirst du mit Slytherins Zauberbuch tun? Was ich mit jedem Buch tue? Es lesen. Mit Lehrern als Eltern gewöhnt man sich das schon früh an. Aber das kann ich noch später. Erst sollten wir diesen Raum erkunden. Atemberaubend. Ich habe ein ungutes Gefühl bei diesem Ort. Wir sollten hier nicht bleiben. Suchen wir bitte einen Ausgang. Ich will nicht gehen, aber ich stehe in eurer Schuld. Ohne euch beide hätten wir es nie so weit geschafft. Wir hatten Glück. Jonas. Wir hätten sterben können. Wir dürfen so etwas nie wieder tun. Tschüss. Ominous, deine Tante... Sebastian, bitte. Ich habe das vorhin ernst gemeint. Wir schwören uns jetzt, dass wir schwarze Magie und alles, was damit zu tun hat, nie wieder anrühren. Verstanden. Das mit deiner Tante tut mir wirklich leid, Ominous. Ich schätze, nach allem bin ich dankbar zu wissen, was mit ihr geschah. Danke.
Ich fand jetzt einen unverzeihlichen Blumen. Ich muss sich fast eingenässt haben, als du bei den ganzen Stäben ständig geworfen hast. Hier wird auch was angezeigt. Emission, ah, da. Ach, und hier.